Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Far Cry 5. Wir machen weiter hier in diesem doch sehr chaotischen Gebiet, wo ein religiöser Fanatiker wütet und denkt, er würde alle Menschen vor dem sogenannten Kollaps retten, aber irgendwie klingt das alles ein wenig strange. Wir gehen der Sache auf den Grund. Wir werden schauen, was es mit dem Ganzen auf sich hat und irgendwie wird gerade meine linke Hand kurz taub, mit der ich hier an der Tastatur bin und... Moment, wie komme ich hier hoch? Ach, hier haben wir eine Leiter. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen, wenn ich hier wirklich an dem Dingens hier hochklettern müsste. Die Antenne auf dem Funkturm wird aktiviert, das heißt, wir lernen jetzt einen, Ich weiß, was Alter. Du denkst, aber nein! Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen, keine Sorge! Pass trotzdem auf, dass du nicht runterfällst. Okay, Leute, das sieht halt echt nicht mehr nach Nebel aus, den hatte ich ja in der letzten Folge mal angesprochen. Das sieht eher so ein bisschen nach Smog aus schon. Ja, und was ich echt geil finde, das war bei Far Cry 4 und ich glaube auch Far Cry 3 schon so, wenn du auf einem Turm stehst, der knarzt so richtig schön und außerdem, hey, wackelt der auch leicht hin und her. Komm zurück, nicht ans andere Ende der Map gehen. Ich wollte einfach nur die Statue markieren. Hat irgendwie nicht funktioniert, aber naja. Ja, aber auf jeden Fall, optisch schon sehr interessant, aber diesen ganzen Nebel hier, den finde ich dann doch sehr, sehr krass. So, Antenne wird repariert, also lernen wir quasi die Funktürme nochmal neu kennen. Wir sind kurz davor, den Widerstand hier aufzubauen. Und wir haben es sogar geschafft. Hey Deputy, ich kriege jetzt ein starkes Signal rein. Sieh mal auf deine Karte. Ich erkläre dir, was ich so höre. Okay. Schauen wir uns mal das große Ganze an. Zoom aus deiner Karte raus, damit wir das gesamte County sehen. Hope County ist in drei Regionen unterteilt. Im Norden sind die Whitetail Mountains. Dort hat Jacob Seed das Sagen. Der älteste Bruder dieser Scheißsippe. Jacob ist der, der die Sekte ausbildet. Und er ist verdammt gut in dem, was er tut. Eli und die Whitetail-Miliz haben alles gegen ihn versucht. Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen. Südöstlich von dort ist der Henbane River. Eieiei, das ist ja echt eine Menge, was hier zu tun ist. Aufträge 52. Das ist das Revier von Faith, ihr kleinen Schwester. Ich habe viel darüber gehört, dass die Menschen dort im Bliss den Verstand verlieren. Im Westen findest du das Holland Valley. Ja, also man sieht auch bei ihr diese komischen Nebelschwaden, was dieses Bliss ist, dieses komische Gift. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. Ich muss ja gerade schon mal sagen, der Spielaufbau, der kommt... Der Nebel sollte sich bald lichten, dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Ah, okay, es wird jetzt auch mittlerweile zu einem Spielelement. Okay, cool. Der Aufbau kommt einem sehr bekannt vor. Hat natürlich seine Vorteile. Andererseits kennt man es natürlich schon. Birgt relativ wenige Überraschungen dann. Was ich aber... Deputy, ich krieg da gerade was Neues aus dem Holland Valley rein. Eine Übertragung von John. Das musst du sehen. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Yeah!
bin ein Sünder. Ja. Ich möchte befreit werden. Ja. Ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen eure Sünden. Und es wird euch Fuß aufhören. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Eden's Gate. Gott, das klingt ja fast wie so ein Promofilm. John Seed hat deine Partnerin Hudson erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Das klingt wie ein richtig schlechter Promofilm von einem Unternehmen. Ja, also wie gesagt, der Spielaufbau... Ich hab dir für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope-County-Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung. Aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Okay, ganz kurz. Falls End. Ich muss aber sagen, eine Sache. Der Soundtrack ist... hervorragend. Das ist wirklich herausragend gut. Hier ist Jess. Jess Black. Bin beim Sägewerk. Die Tage des Kochs sind eindeutig gezählt. Moment, wo sollten wir seiner Empfehlung nach hingehen? Irgendwie... Hier spricht Virgil Minkler. Alle, die eine Zuflucht suchen können, zum Gefängnis von Hope County kommen. Wir haben hier Betten und Proviant. Hier spricht Virgil Minkler. Okay, False die End. Die Penny haben False End übernommen. Wenn du mich hörst und wenn du uns helfen kannst, dann brauchen wir dich. Mary May out. Okay, hier soll ich anfangen, oder wie? Das ist zumindest die Empfehlung vom Spiel. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle Tiere mitgenommen, aber ich glaube. Okay, Moment. Das wurde uns markiert. Und das wurde uns markiert. Okay, also wurden nur zwei Punkte markiert. Okay. Hier müssen wir einfach nur den Ort erreichen. Auf geht's. Oder so. Okay, gut. Das hat sich so ziemlich von selbst erledigt. Der Nebel hat sich gelichtet, tatsächlich. Ja, der Soundtrack ist halt echt super. Dose werfen? Hör mal, Jungspund. Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Alles, was ihnen in die Hände fällt. Sogar Menschen. John Seed jagt sie aus ihren Häusern und zwingt sie, sich der Sekte anzuschließen. Wer sich weigert, tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um False End aus. Fang am besten dort an. Nein, komm schon, lad nach! Am Anfang plündert man ja noch alles. Sender müssen sterben! Ich hab Merle zum Trailerpark ver... Okay, warte, jetzt kannst du nochmal reden. Was ist los? Hallo? Ich hab Merle zum Trailerpark fahren sehen, kurz bevor die Sekte angerollt ist. Wie ich ihn kenne, sucht er den Kampf. Hoffentlich hilft ihm dabei jemand. Okay, keine Ahnung, wer Merle ist, aber da ist ein Wasserflugzeug und das will ich haben. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man das Flugzeug dann fliegen soll, aber ich will es haben. Moment, hier, warte.
Moment. War hier nicht gerade eben... Ach so, da. War das nicht gerade rot? Ich dachte für einen Moment, ich wäre verrückt geworden, aber... Okay, keine Ahnung. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal im Nachhinein anschauen. Ich meine, dass es rot gewesen sein müsste. Ach ja, eine kurze Erfrischung, bevor es hier weitergeht. Ja, bis jetzt haben wir noch gar nicht großartig gelevelt oder so, ne? Wurde das Level etwa rausgenommen? Das würde mich doch schon ein wenig wundern. Ah, da ist ein Waffenhändler. Gott, wie langsam der schwimmt, ne? Ist ja grausam. Deputy, wenn du merkst, dass dir das Geld ausgeht, dann ist Jagen die beste Möglichkeit, schnell ein paar Kröten zu verdienen. Hier gibt es eine Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Felle zahlen. Okay, was ist das? Sind das Gegner oder... Ich kenne die ganzen Symbole halt noch nicht und ich finde, man kann sie jetzt auch nicht super gut entschlüsseln. Ja, genauso gut weiß ich nicht, was das Ausrufezeichen über den Köpfen heißen soll. Es könnte auch genauso gut ein Verbündeter sein, oh mein Gott. Was ist denn da los? Okay, das sind definitiv keine Verbündeten. Hey, hey, hey. Ich habe hier ein Schweinchen gehört. Alter! What the hell? Okay, sogar die Tierwelt ist ein bisschen gegen uns. Sie ist jetzt auch schon indoktriniert. In der Spielwelt stehen Geschäfte zur Verfügung, in denen du Waffen kaufen und anpassen, deine Munition nachfüllen, Beute verkaufen und vieles mehr tun kannst. Neue Waffen werden freigeschaltet, wenn du den Widerstand in einer Region stärkst. Verdiene Geld, indem du Nebenmissionen abschließt, Saves findest oder Tierhäute und Fische verkaufst. Okay. Womit hat wer was verdient? Okay. Oh, es gibt sogar verschiedene Wasserflugzeuge. Oh, wie cool ist das denn bitte? 2500 gibt es auf jeden Fall ein ganz günstiges. Oh, ein Jetski gibt es auch. Und wir haben sogar fast genug Geld für ein Jetski. Ja gut, nach einem Tag ist das natürlich sehr cool. Aber es scheint ja eine wahre Goldgrube zu sein. Oh, ein Körperpanzer. Nehmen wir mit. Und Granaten und Co. können wir ebenfalls mitkaufen. Harpunen? Nee, Wurfmesser. Beute verkaufen. Karte von Hope County? Nee, danke. Silberbarren. Ach, ja, ich verstehe. Okay. Ingame-Geld kaufen. Möchte ich nicht, danke. Okay, wo ist das Flugzeug? Also so langsam, aber sicher... Nee, 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 Moment, 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 Moment. Ich wechsle mein Sturmgewehr. Halte Q gedrückt und drücke E, um zum Werkzeugrad zu wechseln und die Angel auszuwählen. Okay, das Mausrad drehen, um die verfügbaren Fliegen durchzuschalten. Wir können fischen, geil. So, okay. Okay, 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 okay. Aber ich würde sagen, jetzt gerade einfach mal nicht angeln. Ey,
Leute, hier war doch gerade wirklich ein Wasserflugzeug. Also das zweite, das grüne, habe ich mir definitiv nicht eingebildet. Ja, zwei, dreimal zwischen die Augen. Wie bin ich nur hier gelandet? Ah. Hilf mir bitte. Hier bist du also. Ich dachte, der wäre in dem Gebäude. Artige Sachen an. Die hätten mich umgebracht. Danke. Konflikt. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Herausforderung abgeschlossen. Schieße weitere ab, um mehr Vorteilspunkte zu erhalten. Ah, okay. Da haben wir das Level-System, glaube ich. Gerettete Zivilisten 3. Und was gibt's dafür? Vorteilsmenü. Okay, hier. Wir schalten neue Geräte und Fähigkeiten frei. Außerdem verbessern sie unser Inventar und unsere Spezialisten. Aha, aha, aha. Menschlicher Fisch. Du schwimmst schneller. Mhm, ja, ist okay. Fallschirm. Könnte helfen, falls ich irgendwann mal runterfalle aus dem Flugzeug. Kletterhaken. Ist eigentlich auch ganz nett, ne? Nahkampfausrüstungstasche. Okay, alles irgendwie nicht so wahnsinnig toll, muss ich leider behaupten. Muss ich mal leider sagen. So, aber ich nehme mal das schnelle Schwimmen. Ja komm, ich nehme erstmal den Fallschirm und den Kletterhaken. Schnell fortbewegen. Beim Schwimmen hat man später noch ein bisschen Leben freischalten können, aber... John hat deine Kollegen... Okay. Gut, dann räumen wir mal ein bisschen auf hier. Und wo genau? Ich habe gerade wieder einen Schuss gehört. Okay, da ist doch sicher ein verbündeter hier Waffenhändler. Gerade noch mal gut gegangen. Moin, moin. Hallo, Mister. Ich würde lieber in der Apokalypse sterben, als Zuflucht bei John in seinem Bunker zu suchen. Das kann ich von außen noch nicht bewerten, aber ich werde es mir merken, danke. Ha, wie entspannt. Vor allem so ein Campingstuhl, den glaube ich jeder hat. Pastor Jerome versucht möglichst viele Leute zu retten und Mary May versucht sie gegen den Kult zu einen. Sie arbeiten aus Falls End heraus. Okay, dann gehen wir da mal hin. Ich hätte da gerade eben schon den Fallschirm öffnen können. Was ist denn da los? Alter, dasselbe kann man hier gerade fragen. Oh, und hier ist wieder... Oh mein Gott! Oh, oh! Diese dämliche Raubkatze. Dann rennst du einfach weg. Oh mein Gott, was ist denn bei denen kaputt? Jetzt geht's los! Es ist krass, wie aggressiv die Gegner sind. Ey, das gefällt mir. Das ist echt gut gemacht. Ein echter Langfinger. Also während sie uns noch... Das hätte schief gehen können. ...identifizieren wollen... Greifen sie uns schon an. Das ist so eine Eigenschaft, die hat mir bei anderen Far Cry-Spielen immer so ein bisschen gefehlt. Da ist eine bessere Stelle. Oh, tut mir leid, Mate. Also das finde ich halt echt cool gemacht, weil... Ja, natürlich, wenn du den Verdacht hast, dass irgendwo jemand ist, da greifst du ihn halt auch direkt an. Du wartest nicht, bis der dich sieht und erstmal er schießt und dann schießt du irgendwann. Oh, cool. Was haben wir hier? Active Area. Ich geh woanders hin. Okay. Und wenn du so laut flüsterst, dann kannst du auch gleich schreien. Oh, da. Nee, das sind, ich habe mich schon gewundert, dass da ein Reh oder ein Hirsch oder was auch immer das sein mag, dass das neben der Raubkatze entspannt ist, aber das sind zwei Rehe, Hirsche oder whatever, auf die Distanz nicht so hundertprozentig zu durchblicken. Oh, ein V.
cool ist das denn? Kultisten, seht euch vor! Oh mein Gott. Das ist ein Typ im Flammenwerfer. Den Tag ruinieren wir ihn! Jawohl! Nein, nicht uns angreifen! Gute Idee! Da kommt was auf uns zu! Wo? Da ist keine passende. Da ist keine passende Ortsangabe. Oh mein Gott, ich könnte selbst den Flammenwerfer mitnehmen. Ah, aber nur als Erstwaffe. Okay. Er bringt halt leider in vielen, vielen Situationen nicht viel. Wir werden irgendwann mal den Flammenwerfer austesten, aber jetzt noch nicht. Herstellung. Okay, wir können Molotow-Cocktails und Co. herstellen. Waffenrad, das Feld aussuchen und dann rechts drücken, gedrückt halten. Leichenfleddern, ha? Okay. Okay, testen wir mal aus. Ach nee, hier, einfach nur bei Waffen. Na gut, ich muss jetzt eigentlich nichts herstellen, ne? Ich kann vor allem auch nichts herstellen. Dynamit haben wir eigentlich voll. Granaten auch. Wir sind wieder sicher. Granaten werden wahrscheinlich mit G geworfen. Ich suche eigentlich die ganze Zeit ein Auto. Ich würde mich damit wesentlich sicherer fühlen. Was sind das für ein grünes Licht? Ich traue dem grünen Licht nicht. Sektenaußenposten. Okay. Befreien, um Zugriff auf neue Missionen und Geschäfte zu bekommen. Sie haben bis zu 3 Alarme. Gut, kennt man auch. Wenn wir unentdeckt einen Außenposten befreien. Echte Patrioten wie uns. Halleluja, ein Auto. Dabei. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Bleib mal hier. Okay, mit F ist das der Nahkampf. Gott, mit welcher Taste werfe ich denn Granaten, bitte? Optionen. Tastatur und Maus. Okay, Schweißbrenner brauchen wir nicht. Wir brauchen... Ach, werfen? Wahrscheinlich ist es das, oder? Oh ja. Eden's Gate glaubt, sie müssen sich nicht an Regeln halten. Oh oh. Hab getan, was ich musste. Ja, Explosive, deswegen habe ich jetzt eine Granate hingeworfen. Das sah schon mehr nach dem aus, was ich wollte. Okay, aber die werden hier doch sicher gleich alle aufkreuzen. Ach, das sind Kürbisse. Ich dachte schon, was sind das für Äpfel? Ray Ray's Kürbisfarm, ey, Ray Ray, da haben wir doch schon von gehört von ihr. Oh oh. Ich bin allergisch gegen euch.
Ich dachte, dass hier. Das. Das ist. Ich dachte, das gehörte Ray Ray und dass sie noch. Seht euch diese Peggy-Arschgeigen an! Dass sie hier noch das Sagen hat. Ich wechsle die Stellung! Oh oh, ich habe kaum noch Munition. Was ist denn das denn? Ah, das ist ein Hund, der für uns kämpft. Krasser Dog. Oh. Der beste Freund des Menschen. Spezialisten sind Helfer auf Abruf oder Vierbeiner auf Abruf, die verfügbar werden, sobald du ihre Mission abgeschlossen hast. Sie sind zu mehr fähig und haben von Anfang an spezielle Fähigkeiten. Jeder Spezialist kann im Vorteilsmenü verbessert werden, um die Abklingzeit zu verringern. Hey, Jungsfreund. Ray Ray zu verlieren, das tut schon weh. Diese beschissene Siebsippe. Ach, aber gut, dass du den alten Boomer gerettet hast. Dieser Hund, der wittert Ärger und passt besser auf dich auf als du selbst. Okay, cool. Wir haben hier einen Quad. Sehr geil. Wo kommt diese ganze Musik her? Das würde mich halt jetzt echt interessieren. Hier drin oder was? Mamas Plan. Ryan, wenn du das liest, hast du Mamas Plan genauso befolgt, wie wir es geübt haben. Braver Junge, jetzt nimm diese Vorräte, schlag dich in die Wälder und denk dran. Wenn Mama in 3 Stunden nicht da ist, dann gehst du nach Süden und blickst nicht zurück. Und vergiss nicht, die Sicherung der Waffe auf aus zu stellen. Das ist sehr wichtig. Ich liebe dich, bis es kracht. Mama. Ja, das ist nie was Gutes, wenn man jemanden darauf hinweist, dass er die Sicherung abschalten soll, der Waffe. Da ist eine bessere Stelle! Okay. So, genug Propagandamusik. Auch wenn sie eigentlich ganz angenehm klingt. Oh, geil. Das sieht ja richtig lecker aus, der Cheeseburger. Okay, ziemlich klein hier alles. Kompakt zusammengefasst. Erste-Hilfe-Set gibt's hier. Und auf dem Bett gibt's natürlich Schnaps und $34. Hab ich auch bei mir im Bett. Brief von Ray Ray. Russell, bitte lies das. Seit du weg bist, belästigt mich Eden's Gate wegen unseres Grundstücks. Gestern kamen dann ein paar von denen zum Haus und sagten, wir wären gezeichnet worden. Sie meinten, dass sie Ryan für ihr Projekt holen würden und dass Boomer zu einem Kerl namens Jacob im Norden kommen soll. Hey, ich weiß, dass wir unsere Differenzen hatten, aber du hast mich alleine mit unserem Jungen zurückgelassen und ich habe entschieden, dass ich nicht nachgeben werde. Ich lasse nicht zu, dass diese Leute unsere Familie zerstören. Ich hoffe, du verstehst das. Ray Ray. Ja, was mich halt echt so ein bisschen irritiert, ist,
Es ist eigentlich fast immer so, wenn man ein neues Spiel spielt. Man fühlt sich schon so leicht verloren. Also wenn ich jetzt auf die Minimap schaue, auf die große Karte, ist das zum Beispiel jetzt ein Schnellreisepunkt? Kann ich hier irgendwann schnell hinreisen? Oder... Ja, nee, wahrscheinlich nur das. Aber warum ist Rayrays Kürbisfarm zum Beispiel jetzt kein Schnellreisepunkt? Das verstehe ich nicht. Okay, hier kann ich hin schnell reisen. Doch, hier auch. Okay, cool. Und das ist wahrscheinlich irgendwie eine komplette Safe Station. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle nochmal ein Päuschen. Ich danke vielmals fürs Einschalten und hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge Far Cry 5. Wir sind bei Rayrays Farm, bei Rayrays Kürbis Farm. Wir haben unseren Hund entdeckt und den streicheln wir jetzt nochmal zum Abschluss. Denn Hunde sind super, Hunde sind toll und ich finde meinen Hund nicht. Da ist er, der kleine Boomer. Komm her, Kleiner. Wahrscheinlich viel Schlimmes erleben müssen. Er ist auch so cute. Ja. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn es euch gefallen hat. Däumchen nach oben und bis demnächst. Macht's gut.